Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Bei mir ist die Shapebox angekommen. Das ist ja diese hier. Die habe ich im Abo und ja, ich bin schon sehr gespannt, was hier drin ist. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt gleich mal gemeinsam rein. Ja, so sieht das Ganze hier aufgemacht aus. Und wir haben ja gleich ein Prospekt drin. Und zwar ist das die Shapebox Ready for Summer. Dann haben wir hier von Smart Sleep ein Heftchen drin und ein Gutschein von My Müsli. Und ja, ich würde sagen, wir schauen jetzt gleich mal rein. Ja, als erstes hat man ja gleich am Anfang schon gesehen, ist hier so ein Shaker drin. Und ich glaube, den lasse ich zu, den werde ich weitergeben, weil ich habe einen von Shape Republic gekauft. Und ja, da brauche ich den jetzt hier nicht. Ich weiß nicht, ob man es hier innen drin erkennen kann. Da ist noch so ein Sieb drin, dass man den praktisch schön shaken kann. Aber der kommt auf jeden Fall weiter. Ja, als nächstes haben wir hier einmal den Coconut Juice Pure Organic Kokosnusswasser. Und Kokosnusswasser ist das, was ich überhaupt nicht mag. Also das wird auf jeden Fall weitergehen. Und ja, Mindesthaltbarkeitsdatum ist bis 14.03.2020. Also kann man ohne Probleme weitergeben und ja, deswegen nichts für mich. Ja, als nächstes haben wir hier drinne von Bilou den Tasty Donut pflegender Cremeschaum. Und ich muss sagen, ich habe schon ein paar Flaschen Cremeschaum hier und auch das wird weitergehen. Das wird in eine Verlosungsbox wandern. Einfach aus dem Grund, ich nutze so Cremeschaum eher ungern, habe ich festgestellt. Und vor allen Dingen creme ich mich auch nicht so regelmäßig ein, weswegen das hier auch auf jeden Fall weitergeht. Ja, als nächstes haben wir hier von MyDry so Achselpads drin. Die kann man sich unter das Hemd kleben, damit man praktisch keine Schweißflecken hat. Muss ich ehrlich sagen, habe ich noch nie ausprobiert. Und so sieht das aus hier im Übrigen. Und ja, da sind zwei Stück drin und ja. Vielleicht kann ich es mal brauchen, wenn nicht, dann ja, werde ich es weitergeben. Aber vielleicht teste ich es auch mal aus. Gerade im Sommer, wenn man irgendwelche Blusen oder Hemden oder so anhat, ist es mit Sicherheit gar nicht so verkehrt. Als nächstes haben wir hier ein Produkt drin von Die Höhle der Löwen, Smart Sleep. Das sind so, das sind zwei so Ampullen hier drin mit jeweils zwei Kautabletten. Und die soll man, zwei Kautabletten und eine Trinkampulle bei Bedarf pro Tag vor dem Schlafen einnehmen. Und da sind wohl verschiedene Sachen drin wie Riboflavin, Magnesium, Zink, Lysin, Kreatin, Biotin, Thiamin, Niacin und Süßungsmittel. Geschmack Zitrus und Zitronengras. Ja, wird auf jeden Fall mal getestet. Ob ich mir sowas nachkaufen würde, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Dann haben wir hier nochmal so Nahrungsergänzungsmittel und zwar von Charlotte Eden. Figurschön Kapseln plus Cholin für den Fettstoffwechsel plus Kupfer und Mangan für das Bindegewebe. Ja, als nächstes haben wir hier drin von Eat Performance, Eat Cocoa Cranberry, glutenfrei, ohne Zuckerzusatz, vegan, made in Berlin. Und da sind drin getrocknete Datteln, getrocknete Cranberries, Kokoschips, Mandeln, Cashew, Kokosöl und Liebe. Ja, steht hier so drauf. Ja, bin ich gespannt, werde ich auf jeden Fall mal probieren. Als nächstes kommt mir das hier entgegen und das ist ein Lippenpflegestift von Iverum. Lip-Kollagen-Stick für anspruchsvolle Lippen. Und da steht drauf Lip Nature Rosé. Der sieht so aus, also ist so leicht rosa. Riecht sehr fruchtig. Schöner Duft. Und ja, aber Farbe gibt jetzt keine ab. Na, also gibt er nicht ab. Aber bin mal gespannt, wie gut er die Lippen pflegt. Das nächste Produkt ist hier von Ultrasun mit Lichtschutzfaktor 30 Sports Gel, transparenter Sonnenschutz. Das ist so eine Creme,
Ja, werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, ist nicht verkehrt. Vielleicht funktioniert das ganz gut. Ich mag Sonnencreme nämlich überhaupt nicht, weil damit schwitzt man irgendwie so ungemein. Ja, mag ich nicht. Und ja, aber ich werde das auf jeden Fall mal testen. Vielleicht ist das wirklich mal eine gute Alternative für mich. Ja, dann haben wir hier von Invisibubble Produkt drin. Und zwar Get in Shape with Invisibubble Power und Original. Und jetzt schauen wir uns mal das mal an. Also die grünen Türkisen hier sind Original. Und die weißen hier nennen sich Power. Jetzt schauen wir mal den Unterschied hier an. So. Also, was auf jeden Fall schon mal auffällt, ist, dass der Türkise, also der Originale, ja, kleiner ist. Und der hat auch kleiner, ja, generell kleiner. Und der Power, der ist ein bisschen größer und der hat wirklich, ja, mehr Spannkraft als der Kleine. Also der Kleine lässt sich wesentlich leichter auseinanderziehen als der Große. Ja, bin ich mal gespannt. Also ich komme mit den Kleinen auch sehr, sehr gut zurecht. Ich habe auch jetzt wieder einen drinne. Und ja, aber die sind nie verkehrt. Ich glaube, ich habe mir auch ganz selten wirklich selber mal welche gekauft. Die meisten habe ich wirklich aus so Boxen. Und ich verliere auch selten solche Produkte, muss ich sagen. Ja, finde ich auf jeden Fall cool und wird auf jeden Fall verwendet. Ja, als nächstes haben wir hier von Raccoon eine Schokolade drin. Und zwar Geschmack Erdbeere Bio Protein Shock 22% Protein mit Kokosblütenzucker. Das sieht so aus. Dank Erdbeerstückchen zum Sahneschnittchen. Wer Süßes ist, kann nicht süß aussehen. Pustekuchen. Raccoon wird dir das Gegenteil beweisen, denn mit hochwertigen Kokosblüten, Zucker und der extra Portion an Proteinen ist die Leckerei optimal für dein Workout geeignet. Und die Erdbeerstückchen. Naja, die sind einfach nur drin, weil es super schmeckt. Guter Geschmack, gutes Gewissen, vegan, fern, nachhaltig. Ja, ist auf jeden Fall interessant. So sieht das Ganze hier übrigens aus. Ja, wird auf jeden Fall getestet. Ja, als nächstes habe ich hier von Waterdrop was drin. Glow, Mango, Kaktusfeige und Artischocke. Feel the Glow, das Funkeln fördern, ganz leicht. Lass in eiskaltes Wasser tropische Kaktusfeige auf Feinerbe Artischocke treffen. Abgerundet durch das fruchtig natürlich Aroma der Mango holst du dir dein Strahlen. Glow, Shine a Light. In 400 ml bis 600 ml prickelndem oder stillem Wasser auflösen. Ja, sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Ich habe es bis jetzt immer nur auf Instagram gesehen. Ich werde es auf jeden Fall mal testen und ja, mal schauen, wie das schmeckt. Ja, dann kommen wir auch schon zum letzten Produkt hier und hier steht nichts drauf. Ja, das sieht so aus und puh, stinkt ganz schön. Und ich kann mir schon vorstellen, was das ist. Ja, das ist auf jeden Fall hier so mit so Gummibändern relativ stark. Und ich schätze mal, dass man hier halt wirklich Muskelübungen mitmachen kann. Ja, schauen wir gleich mal ins Heft rein. Genau. Also das ist das hier. Resistance Band Workout. Da gibt es auch verschiedene Übungen hier drinnen, was man mit dem Band machen kann. Ja, finde ich cool. Hier sieht man auch nochmal, es hätte statt dem Bilou Cremeschaum auch Duschschaum drin sein können oder Handschaum. Wäre jetzt für mich wieder eher was gewesen, aber nun gut, dafür bekommt ihr das jetzt dann irgendwann. Und ja, ich finde die Box wieder richtig, richtig gut. Also ganz tolle Produkte drin, die mir gefallen. Mir gefällt diese Box einfach, weil es so eine Mischung aus Snacks, ja, Fitness-Sachen ist, Lifestyle-Sachen ist. Einfach eine coole Box. Und ja, deswegen habe ich die auch abonniert und kommt alle 3 Monate. Kostet 29,95 und ich finde, dafür sind die Produkte echt immer cool und abwechslungsreich und deswegen finde ich die Box einfach klasse und mir gefällt sie richtig gut. Und ja,
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt mir das doch gerne mit einem Daumen nach oben. Und wenn ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid und keine Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video, ihr Lieben. Tschüss!